So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Assassin's Creed Syndicate und wir machen heute nicht weiter mit dieser Erinnerung, sondern wir machen heute eine andere Aufgabe, weil irgendwann ist es mal auch gut. Gucken wir mal, was wir so haben jetzt gerade. Ich reise jetzt erstmal hier hin. Weil wir wollen uns heute damit genügend Lambeth vielleicht so holen. Genau, das war das mit Level 3. Aber das ist mir einfach zu viel gerade, wenn ich ehrlich bin. Wir haben es jetzt, glaube ich, 5 oder 6 Mal versucht und haben es nicht auf die Ketten gekriegt, dieses Gebiet hier zu erobern. Das heißt, wir müssen jetzt mal ein bisschen leveln und dann schauen wir einfach mal. Nochmal weiß ich, was mein Lambeth ist. Das ist mir jetzt einfach sonst zu viel. Also versuche ich zumindest jetzt gerade, damit ich diesen Teil auch drin habe. Aber eigentlich ein bisschen anders geplant. Aber Gott, ist jetzt einfach mal so. Scheiße. Ich ärgere mich gerade sowieso nicht. Ja, wie gesagt, ich hätte es gern fertig gekriegt. Komplett. Aber halt, wie gesagt, ist egal. Trotzdem, also was heißt egal, ist es nicht mir. Mir persönlich hätte es gereicht, aber das Gebiet ist einfach beschissen. Aber wir kriegen schon irgendwie noch hin. Wir kriegen das schon irgendwie noch hin. Ich gehe erstmal zu dem Aussichtspunkt da vorne, damit ich ein bisschen einen Synchronisierpunkt setzen kann. Oder bzw. einen Schnellreisepunkt habe. Ich denke, Hauptaufgabe machen wir heute nicht. Nein, wir machen heute ein bisschen Nebenaufgabe. Dann machen wir heute Lambeth. Weil irgendwann ist es auch einfach mal gut. Und Level 3 sollte doch durchaus möglich sein für uns. Oh, warte mal. Da ist irgendwas, was wir uns untersuchen können. So. Was haben wir jetzt hier gefunden? Räuge Schatzkammer, Fundstücke, okay. Jetzt machen wir hier Gangquartier, okay. Dann haben wir das alles soweit. Ja, ist halt jetzt einfach mal so, dass wir uns einmal in ein anderes Gebiet erobern, weil ich muss halt irgendwo beim Level höher. Ich denke mal, wenn wir Level 6, 7 sind. Und da ist wieder eine Kinderbefreiung, sehr gut. Anfangen werden wir aber heute mit dem Gangquartier, würde ich sagen. Das ist jetzt, glaube ich, das Nächste, was wir machen können. Hi, neues Schnellreiseziel. Haben wir schon mal freigeschaltet. Okay. Jawohl. Helix-Glitches. Ja, ist gut. Ist halt jetzt passiert, mein Gott. Ich ärgere mich gerade, das war in der letzten Folge nicht so wirklich. So. Also, den an Gefangenen Wuchs befreien, den Anführer vorbereiten. Na gut, das ist nicht das große Problem. Das ist nicht viel. Das sind 7 Dinger plus der Anführer. Das ist jetzt das große Problem.
Level 3. Du hast überhaupt nichts zu sagen. So. So. Erledigt. Okay, dann machen wir mal ein bisschen, machen wir ein bisschen was anderes heute, wie gesagt. Leider gibt's keinen. Leider gibt's da noch irgendwas. So, Level haben wir auf jeden Fall erstmal abgeschlossen, das Gangquartier hier. Dann eine Straße weiter haben wir hier noch ein Kinder, eine Kinderbefreiung. Dann wollen wir mal für Ärger sorgen. Das machen wir dann als nächstes. Das ist der letzte. Schnauze. Das ist ein Ereignis beendet. So, jetzt wollen wir die Kinder befreien. Kurz mal checken, ob wir hier noch was haben. Nö. Die Frage ist, was willst du von mir? Können wir ja mal kurz gucken, ob wir hier noch irgendwas für uns haben. Medizin. Oh, Medizin immer gut. Ach, kann ich nicht kaufen. Wurfmesser. Wir füllen erstmal unsere Dings auf. Ja. Mal Lamberts die Touren aufbauen. So. Das mache ich selber. So, alle Kinder befreien, Vorarbeiter töten, alles klar, let's go. Machen wir heute wieder ein bisschen Aufgaben. In diesem Gebiet. Warte mal, ist das so wie... Geh mal weg, geh mal weg. So. Ganz ruhig. Ich will euch helfen. Dankeschön. Ja, bitte.
Jetzt mal die Olle hier plündern. Still jetzt. Und tschüss. Gut, kein Alarm ausgelöst. Sehr, sehr gut. Dann geht das hier oben weiter. Gucken wir mal gerade. Ah, hier ist wieder eine Hauptmission. Was ist hier? Ah, können wir da mal weitermachen. Machen wir da weiter. Kurz mal orientieren, wo wir hier sind. Wie weit ich hier muss. Heute ist dein Glückstag. Gut, ja. Für dich ist gar nichts gesperrt, mein Freund. Ach komm, das machen wir in der nächsten Folge, dieses Ding hier. Bis dahin und tschüss.